Oberkörperfrei, nichts an den Füßen. So mag Knut Knutzen, der Hallig-Postbote von Pellworm, seinen Job am liebsten. Ob bei Eis und Schnee, Sturm und Regen oder eben wie heute bei brennender Sonne. Der 66-Jährige geht den Weg von der Insel Pellworm zur kleinen Hallig-Süderoog. Das ganze Jahr über, 2 bis 3 Mal in der Woche. Jetzt im Sommer können sich auch Wattwanderer anschließen. 6 Kilometer pro Strecke. Wenn sich das Meer bei Ebbe zurückzieht und das Watt freigibt. Mit strammem Schritt durch das Weltnaturerbe Wattenmeer. So, im Sommer nehme ich ja immer so Wattwanderer mit. Im Winter laufe ich ja mehr alleine. Das hier. Aber einsam ist es nie. Das ist ja immer was unterwegs. Vögel. Eigentlich immer nicht gut. Hat schon was. Eigentlich ist Knut Knutzen im Ruhestand. Bis letztes Jahr war er als Wasserbauer im Küstenschutz tätig. Doch seinen Nebenjob als Hallig-Postbote, den er an der frischen Luft auch in der Corona-Zeit ohne Maske oder Einschränkung erleben konnte, macht er weiter. Der Job wurde eigentlich über Generationen in einer Familie weitergereicht. Vor 20 Jahren änderte sich das aber. Das ging hier ganz schnell. Mein Vorgänger, der hatte einen Schlaganfall. Und da wurde die Stelle frei und da habe ich mich halt beworben. Und ich bin eigentlich von heute auf morgen angefangen. Hatte mich schon mal 91 beworben, da ist sie aber so intern vergeben worden, die Stelle. Nach 1,5 Stunden Ankunft auf der Hallig-Süderoog. Betrieben wird sie von Pächtern im Auftrag der Nationalparkverwaltung. Beim Gang an Land herzliche Begrüßung. Hallo, Roland, das ist der... Der Haupt. Ich gratuliere dir auch noch nordrecht. Du hattest. Man kennt sich hier und man schnackt Plattdeutsch. Gustav, ja, ich kenn die Nummer. Ich hätte mal entspannt, ich kann nicht mehr. Nee, wollen wir. Nee, ich hätte ihn, aber ich denke, vielleicht sehe ich die noch. Roland Spreer ist der Vater des Pächters. Der erfahrene Seemann ist gerade für ein paar Tage zu Gast, um das Boot der Halligbauern zu reparieren. Knut Knutzen schätzt er sehr. Ich denke mal, bis 80 wird er das mindestens noch machen. Ne? Ja, und wenn er auf alle Viere kraucht, der wird das weitermachen. Und das hält ihm ja auch frisch. Ne? Er ist kein Typ, der sich hinsetzt und jammert. Ne? Der geht, wie gesagt, wir sagen immer, wenn das nicht mehr geht, dann gehen wir in die Knie und dann geht's weiter. Auf der Hallig hat Knut Knutzen 1 Stunde Pause, in der sich auch seine Mitwanderer stärken können. Der Hof im Zentrum liegt zum Schutz von Mensch und Tier bei Sturmfluten erhöht auf einer sogenannten Warft. Ein kleines Ökoparadies mit seltenen Nutztierrassen. Mitten im Meer. Aber eben mit Postanschluss. Ich hab schon drauf gewartet. Am Horizont Pellworm und ein klarer Himmel ohne Gefahr. So Gewitter, dann wird man nicht gehen. Oder sollte man auch nicht. Wenn man nur überrascht wird, ist das was anderes. Nee, aber wenn man nur weiß, dass Gewitter kommt, dann bleibt man eben auf Pellworm. Ja, Holger, wie Mörrock wäre. Bis irgendwann, ne? Schließlich kommt bald die Flut. Seinen Job als Postzusteller will er machen, solange ihn die Füße tragen, auch wenn er nicht viel mehr als eine Aufwandsentschädigung dafür bekommt. Denn eins sein mit der Natur in dieser einmaligen Landschaft, das ist das Lebenselixier von Knut Knutzen, dem Hallig-Postboten.